Und da bin ich auch wieder zurück. Im nächsten Part von Metro. Ja. Gut. Hier scheint anscheinend wieder was zu liegen. Und ihr müsst kurz mal dranbleiben. Einen Moment bitte. Und wieder zurück. Ich muss mir mal die Nase putzen. So, auch wenn es bestimmt keinen interessiert von euch. Aber ich wollte einfach sagen. Gut, von da bin ich wahrscheinlich gekommen. Oder von hier. Ich weiß es gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ho, 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 ho. Ist ja wie Weihnachten heute. Ja, okay, hier muss ich auf jeden Fall nicht entlang. Aber hier liegt genug. Habe ich mit allem nachgeladen? Ja, weil in brenzligen Situationen sollte man ja gewappnet sein, oder? So. Ach, hallo, Kollege. Danke für den Filter. Wow, direkt 3 Stück. Super. Ah, hier ist überall radioaktive Strahlung. Und ich will Burm wieder treffen und seine AK haben. Muss ich überhaupt nach hier oben? Ich denke schon, oder? Ja, hallo, Kollege. Ah. Was zum... Sag mal, Kollege hier. Ja, renn am besten weg. Ah, radioaktive Strahlung, scheiße. Und ich will doch nur Bourbon wieder treffen. Der Sack ist ja auch einfach gegangen. Ne, echt. Gut, ich gucke mal auf die Karte. Finden Sie einen Eingang zur Trockenstation. Ich wette, der chillt da schon mit seinem Kaffee wahrscheinlich. Okay, ich muss zugeben, manche Sachen kenne ich und ich glaube... Also ich weiß, dass wir Burm, glaube ich, noch hier wieder treffen. Also es ist lange her, dass ich mir das LP so ein paar Parts angeschaut habe. Aber ich glaube, wir treffen Burm auf jeden Fall hier noch wieder. Fragt sich nur wo. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das mal Let's Playen sollte, von dieser Situation habe ich Schiss. Weil ich mag es einfach nicht. Und nee, anscheinend... Ach doch, da ist er doch. Hey, hallo, Kollege. Da ist der Mistkerl. Ja, den habe ich schon mal angeschossen. Stirb, verrecke. Oh ja, Birm, ich liebe dich wirklich. Weißt du das eigentlich? Scheiße, kannst du sie hören? Ja, ich kann sie hören. Lass uns ein Stück zurückfallen. Jo, damit wir mehr Schussmöglichkeit haben, bestimmt. Was ist denn jetzt los? Ach, ein Filter. In der Situation, na super. What? Verdammt. Ah. Jetzt aber, ihr könnt auch gerne Burm angreifen. Der ist auch ein Mensch. Hat auch Fleisch, süß, saftig. Gibt's im Sonderangebot. Zweimal beißen, ihr habt ihn. So. Genau, verpisst euch. Scheiße, jetzt volle Kraft vor. Sag mal, wo ist Burm Hill? Ach, da! Ich dachte schon wieder, ich hätte ihn wieder verloren. Na komm, Burm, ich helfe dir. Ja, fall ruhig auf mich. Kein Ding. Kapitel 3, Khan. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr... Als Burm behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Ja, den Satz kennen wir ja. Gut, da wir noch nicht so lange aufleben, mache ich auf jeden Fall weiter. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ja,
dass Böhm keine Freunde hat und, naja, Banditenstadt halt, ne, ist ziemlich doof. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur was? Scheiße, da passe ich nie durch. Hä, na natürlich. Gut, du bleibst hier. Was macht der denn jetzt? Und drin. Wir sind gut. Was halt! So? Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Ohohoho. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Ich glaube, der wird verprügelt. Wo solltest du sonst hin wollen, hä? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung, das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Würde ich doch auch sagen. Börbel, ich hab Respekt vor dir, super. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja, yeah. Der ist zu Fuß gekommen. Gut. Jo, das verstecken wir doch direkt mal. Und kann ich meine Gasmaske jetzt gleich mal abnehmen? Das fände ich ganz toll. Hier gibt es nichts als Ratten. Gut, dann gehen wir. Ich bin auch hier, aber ich bin keine Ratte. Gut. Das können wir doch, glaube ich, abnehmen. Damit laden wir doch mal an beiden Seiten nach. Gut. Auf 1 packe ich mal die Wurfmesser aus. Gut, der sieht mich gar nicht erst. Ein Durchguckloch. Naja, kann leider nicht durchgucken. So, wo muss ich denn hin? Ach, der pennt, glaube ich. Ich bestiehle jetzt einfach mal, ne, würde ich sagen. Oh, die Waffe sieht nicht schlecht aus. Gut, ich lade nach, während der daneben steht. Gut. Gehe ich einfach mal weiter. Ja. Hilfe. Ja, ich wurde entdeckt. Na, klasse. Ja, Hilfe. Ach, die habe ich. Du lebst noch. Ja, wie viel überlebst du denn, bitte schön? Ich meine, wie viel Schüsse hältst du da aus? Was war das? Hilfe! Was war das denn, bitte schön? Scheint ruhig zu sein. Gut, also nochmal. Da kommt er. Ich versuch mal so ein Wurfmesser zu werfen. Ging irgendwie ziemlich daneben. Hä? Wieso ging das so daneben? Egal. Wieso haben die mich hier entdeckt? Jetzt versuche ich das doch mal. Ach, weil ich das drüber zielen muss, ne? Ne, und wir nicht. Und alle Wurfmesser sind weg. Was ist los? Ja, Hilfe. Naja. Haut ihr mich ruhig weg. Das kann ich direkt wieder versuchen. Erneut. Yo, ich weiß nicht, was die werfen. Ist das Dynamit oder wie? Mann, das ist aber echt schwer. Gut, so. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen muss. Ja, pfeif hier ruhig der Lied. Nee, das Licht lasse ich lieber aus. Du gehst wieder super.
gehe ich mal hier runter. Das heißt, die Leute ziehen von der Messestation weg. Gut. Hast du schon davon gehört? Da stimmt was nicht. Ja, komme ich hier durch? Was? Schon wieder. Kleinere Sache. Vielleicht Geister. Und das ist es, was ich gehört habe. Gut, jetzt bin ich hier hin. Und jetzt? Hilfe, ich komme hier nicht mehr runter. Gut. Hilfe. Was? What? Hilfe. Ah, Granate, ja, ich wusste es doch. Aber irgendwie hat er hier gespeichert. So, dich habe ich. Und euch erwische ich da auch noch. Hat er mich gerade Mistvieh genannt? So, beide mal nachladen. So, den habe ich auch. Die Schrotflinte ist schon ziemlich effektiv und verbraucht auch nicht so viel Moon. Hallo? Ist hier noch jemand? Gut, erstmal deine ganze Munition klauen. Gut. Uah, verdammt. Komm schon, lass mich hier rein. Cool Medipack benutzen. Die habe ich ja auch. Die habe ich ganz vergessen, dass ich die habe. Granate, Hilfe, nicht gut. Gut. Wie lange geht der Part jetzt? Uah, 15 Minuten. Boah, liegt hier viel rum. Ich werf, glaube ich, gleich mal... Ich glaube, ich werf jetzt mal eine Granate auch zurück. Weil so lasse ich nicht mit mir umspringen. Oder Dynamit. Viel Spaß damit. Ha, das hat gesessen, ne? Der ist Geschichte. Und den schalte ich jetzt noch so aus. Gut. Und so. Das habe ich auch meisterhaft gemeistert. Erstmal. Da hinten ist noch jemand. Boah, jetzt wird's aber eng hier. Kuh wieder mal. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir solche Teile haben. Ich will wieder in den Schacht hier rein. Und. Ah, durch was? Pass auf, wohin du willst. So, dich haben wir auch. Einer weniger. So. Dich habe ich auch. Die ganze Wu nehme ich dankend an. Und Uhr, verdammt. Viel Spaß damit nochmal. Und von hinten. So. Ich weiß, hört sich mal wieder sehr zweideutig an. Aber es geht nicht anders. Ah, lasst mich hier weg. Okay, was heißt ihr? Aber Brett oder was auch immer. Gut, dann werfe ich nochmal so ein Teil. So, hier. Sollte doch einen ordentlichen Wumms geben. Jetzt sind sie ein bisschen abgelenkt, denke ich doch mal. Viel Spaß damit. So. Na, was guckst du mich so an? Hier, gib mal deine ganze Wut. So. Oh, hier sind aber noch welche. Ja, da sind eindeutig noch welche. Ich frage mich nur, wo?
Von da oben, ne? Wusste ich doch. Lebt er noch? Ach, da oben ist ja noch eine Etage. Deswegen wundere ich mich die ganze Zeit, wieso ich von da so beschossen werde. Aber ich würde sagen, hier, cutte ich jetzt einfach den Part und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Adios, amigos.